voll ready. Ich bin schon voll drin im Game. Dein Aquarium ist so schick. Hast du das eigentlich gestaltet? Nein, Roland. Herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan. Ich bin der Thomas. Was soll ich jetzt sagen? Verdammt. Das war direkt so. Hi, Leute. Stefan und Thomas on Tour. Ja, ja, noch immer. Aber wir sind jetzt noch immer auf unserer Deutschland-Rundreise und auch noch immer auf der Aqua Expo. Und es geht noch weiter. Du bist jetzt unser letzter Interviewkandidat für heute. Und wir sind hier vor deinem wunderschönen Messestand. Also gratuliere, das ist wirklich gut geworden. Dankeschön. Das ist ja echt krass. Dankeschön. Und jetzt dachte ich mir, wo du so wenig Videos hochlädst, dann müssen wir dich ein bisschen mehr in unsere Videos reinnehmen. Das ist der Trick, ne? Ja. Sneak mich in alle Videos. Ja, ist doch gut. Überall. Also ich finde das gut. Wie sieht es bei dir aus? Was sind die Pläne? Oder wie bist du zufrieden mit der Messe? Fangen wir mal so an. Ich bin komplett happy. Ja. Also ich finde, sie war sehr gut besucht. Ja, da haben sich auch die Leute wieder durchgeschoben. Ich finde, unseres Vorhaben, ein fettes Marketing zu fahren, hat funktioniert, weil wir ja in erster Linie dafür sind, einfach zu representen uns, ja. Unser Aquarium zu zeigen, das, was wir können, was wir wollen. Mhm. Und natürlich auch Leute für uns und auch für unsere Aquarien zu begeistern. Ja. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Ich denke, das wäre so die erste Intention dazu. Ja, ne? Und es sieht halt wirklich aus wie ein Zooladen, den du mitgebracht hast. Ein Aquashop, ja. Das ist schon ziemlich cool. Ja. Also wenn du noch ein Fischregal auch mitgebracht hättest, dann wäre er komplett. Game over, genau. Ja, krass. Nee, aber das habe ich mich halt nicht getraut, ne? Ja, nee. Also, weil da ist mir einfach das Risiko zu groß, weil das finde ich nicht so weit weg und das wollte ich nicht. Nee, und ich finde das auch richtig gut. Ich bin immer gespalten auf Messen, wenn es um die Tiere geht und so gefällt mir das. Ja. Wir auch. Weil es kann eigentlich nur schief gehen. Richtig. Klar, es kann funktionieren, aber wenn, geht schief, ne? Das ist halt so das Problem. Na, deswegen haben wir uns auch bewusst, wir haben lange überlegt, weil eigentlich gehören Fische für uns in ein Aquarium, auch in ein Schauaquarium. Ja. Und wir haben echt lange überlegt, ob wir das machen sollen oder nicht. Und haben uns dann gesagt, komm, jetzt lassen wir. Und sehen auch wer so uns toll aus. Kennt und wer vielleicht uns besuchen kann, wird merken, dass es mit Fisch bei uns auch ganz gut klappt. Ja, ich habe schon gesehen und gehört, das wollte ich gerade kombinieren zu gesört. Gesört hat er. Dass du auch ein, zwei Fische bei dir hältst. Ja. Schaut unbedingt mal vorbei, ist total verrückt. Der kommt ja vielleicht auch noch was, oder? Ja, das Video ist ja schon im Kasten. Wie das jetzt allerdings hochgeladen wird, werdet ihr merken. Ja, genau, da brauchen wir ganz viel Echos zu Pachis Kanal und ihr müsst ihm sagen, dass er das alles ein bisschen schneller machen muss. So sehe ich das auch. Ja. Der arbeitet ganz selten. Also der arbeitet echt ganz selten. Ich finde auch schlecht, dass das Vivarium-Video noch nicht draußen ist. Ja, aber wir haben das Aqua-Expo-Video schon draußen. Weiß ich, habe ich auch schon geteilt. Das nächste, das hochgeladen wird, wird doch das Vivarium. Ja, aber ich bin halt schockiert, ne? Vivarium ist schon vorbei. Ja, also, wir mussten tatsächlich nicht, auch mal schlafen. Ja. Nein, ach komm, nimm mir doch den Schutz. Er steht da jetzt gerade. Ja, also Barry, alles ist gut. Ist schon ganz rot. Du weißt das. aber er hält die Kamera doch sehr, sehr ruhig. Also alles gut. Ja, nein, so alles gut, ein bisschen Spaß muss sein. Alles gut. Aber auch bei dir wird sich ja einiges ändern. Was sind so deine Pläne für die nächsten Monate? Auf was spielst du an? Auf deinen Laden. Okay, alles klar. Genau, also bei uns wird halt ein großes Umflaggen stattfinden. Ja. Sprich, man sieht es ja auch schon da oben. Ne? Also aktuell steht bei uns ja noch Zonko draußen dran. Ja. Verträge laufen jetzt aus zum Ende November und ab 1. Dezember laufen wir dann komplett unter Zoobox. Okay. Und Zoobox.de. Also am Ende ist beides das Gleiche. Ich nenne es immer gerne Zoobox.de, damit die Leute wissen, dass wir auf jeden Fall ein Shopbetreiber sind. Ja. Mit ja, einem stationären Geschäft, wo die Leute natürlich auch hinkommen können, jederzeit. Ja, gerne. Aber finde ich auch, ist ein guter Schritt. Und ich habe auch heute noch was erfahren oder heute noch was preisgegeben, was ja auch super interessant vor allem für mich ist, dass die Art of the Planet Aquarium Contest auch hierher verlegt wird. Wir arbeiten dran, gemeinsam mit dem Jörg Buhlmann und dem Michael Schönefeld, Ich kenne ihn noch nicht so gut, ich bin das erste Mal hier. Was sagt der Michael immer? Der stellt sich doch immer so schön vor, ey. Der Veranstalter. Ja. Ne? Okay. Von hier. werden wir jetzt im Januar, wir haben heute schon mal ein bisschen gesprochen mit Jörg, war ja da. Und so, dass wir im nächsten Jahr dann der Art of Planet Aquarium hier haben und dann auch alle zwei Jahre hier stattfinden lassen. Ja, geil. Und parallel dazu dann, im Zwischenjahr wird immer der ENAC stattfinden. ENAC dann aber nicht mehr als Live-Wettbewerb, sondern als, du kriegst dein Aquarium geschickt. Genau, ja, geil. Hast, ich weiß nicht mehr genau, wie das jetzt genau ist, aber 3 bis 4 Monate Zeit, bereitest alles vor, bringst das Ding mit, stellst es hier aus, hast ein Exponat da stehen. Sehr gut. Und der Art of Planet Aquarium wird aber immer ein Live-Wettbewerb bleiben. Ja. Also das ist der Anspruch. Ja. Auch weiterhin mit großen Aquarien. Beides. Es wird zwei das finde ich ja also das so Geniale daran. Ja. So wie es Harald damals auch gestartet hatte, es wird einen Nanosektor geben.
und es wird auch einen XL. XL-Sektor geben, genau. Also auch da würde ich jetzt auch gleich gerne öffentlich sagen, falls ihr da noch einen Sponsor braucht, im Rahmen unserer Möglichkeit würde ich mich gerne beteiligen. Ab 15.000 Euro nehmen wir jeden Sponsor an. Du machst da mit. Ja, erste Herzattacke. Du machst da mit. Du bietest ein schönes Aquarium ein, da freue ich mich. Ja, ich will auch mitmachen, aber falls ihr irgendwas, falls ihr Kleinigkeiten braucht oder wenn es eine Organisation oder ist. Oder eine Idee. Ja. Und aber wir sind ja connected. Ja, genau. Also da, falls Dankeschön. Ich mich beteiligen kann und falls ihr was braucht, bin ich gerne da. Ja, Supporter sind immer wichtig, ne? Auch für sowas. Mhm. Ja, wunderbar. Ich glaube, mehr wollte ich gar nicht wissen. Okay, danke. War schön mit euch. Ja, finde ich auch danke. Gut. Danke. Macht's gut, ne? Tschüss. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So ein kurzes Video kriege ich nur. Das ist ja gemein. Ja.